glaube, Frauen können einfach alles. Also nur, weil sie es können, heißt das nicht, dass sie es sollten, oder? Stell dir nur Frauen vor, die Autos reparieren, Taxi fahren oder auf dem Bau arbeiten. Wieso denn nicht? Nein. Vertrau mir. Eine Frau wie du, die will sowas nicht machen. Eine Frau wie ich? Hm. Ich hätte aber gern alle Möglichkeiten, damit ich eine eigenständige Entscheidung treffen kann. Ah, Miss Unabhängig. Richtig. Das bin ich. Stehe ich voll drauf. Hm. Komm her. Hm. Andererseits sitzt du jetzt hier, isst mein Essen, genießt meine schöne Aussicht. Weil ich es so wollte. Nein, weil ich es so wollte. Naja, ich wollte, dass du mich bemerkst. Oh, dein Wille hatte damit nichts zu tun. Gott hat dich nämlich reich beschenkt. Na, dann hoffen wir mal, dass ich mit diesem Geschenk gut umgehen kann. Will das nicht eigentlich jeder? Hm? Männer, Frauen. Wir wollen doch alle unser Potenzial bestmöglich nutzen. So leben, wie es uns gefällt. In so einer Welt möchte ich jedenfalls leben. Ah, also in meiner Welt würde ich mit dir an meiner Seite Millionen machen. Hm? Tja, das Blöde ist nur, ich habe so viele Talente. Ach ja? Ja. Was kannst du so? Mal sehen. Hm? Also aus beruflicher Sicht ist es tatsächlich von Vorteil, eine Frau zu sein. Hm? Ja, wenn man hübsch ist, dann wird von dir eigentlich nichts weiter erwartet. Und bist du es nicht, dann bist du praktisch unsichtbar. Und in meiner Branche ist unsichtbar sein und geringe Erwartungshaltung von unglaublichem Nutzen. But I is done at the case. Não é nada de errado ser dona de casa. Não é isso que eu quero. Ich kann kein Portugiesisch. Ich weiß. Ja, gut so. Eigentlich. Was denn? Dass Männer 7 Sekunden länger brauchen, um eine Frau als Bedrohung wahrzunehmen als einen Mann? Ist das nicht verrückt? Wer bist du? Wer ich bin? Ich bin nur der Lockvogel, du Hengst. Wie viele? Check alle hoch! Du stehlst Hilfsgelder von Frauen und Kindern und Flüchtlingen! Sowas nennt man Unterschlagung! Was für ein kultivierter Ausdruck! Unterschlagung! Dann sind Sie wohl der Buchhalter. Und wer sind Sie? Öffnen Sie den Safe. Oh, Baby, Baby! Du hast nun mal rechts gewischt! Es ist ein Match! Alles aus dem unteren Fach hier rein. Das hier ist wirklich nicht dein Ding. Ich würde dir eine Umschulung empfehlen. Bosley! Hallo, ihr Engel. Wow, das sieht doch alles sehr vielversprechend aus. Ausgezeichnet. Aber wie geht's unserem schönen Johnny? Tada! Das wirst du noch ganz schön bereuen. Ja. Ich wollte dir die Welt zu Füßen legen. Tja, nur laberst du einfach viel zu viel. Du klammerst und du bist viel zu aufdringlich. Und du bist die unglaublichste Frau, die mir je begegnet ist. Ich weiß. Das waren jetzt 4 Monate Observierung in 2 Ländern und das mit Abstand schrecklichste Date, auf dem ich je gewesen bin. Nein. War's das dann? Das Justizministerium wird das alles hier bekommen. Und dazu noch alle deine neuen Freunde. Das heißt, das war's. Super. Ich bin dann mal weg. Ich mache 1 Woche Urlaub. Häng gepflegt in Thailand am Strand ab. Kann ich nur empfehlen, Jane.
Strand und so. Und jemand darf an deine... Ich amüsiere mich auf andere Weise. Oh, cool. Schleifst du nachts deine Samurai-Schwerter? Verkleidest dich als Catwoman? Für den Anblick würde ich viel zahlen. Oder lässt du richtig die Sau raus und isst was mit Gluten? Das hat Spaß gemacht. Wer sind die? Ich sag es mal so, der Raum war erfüllt von Engeln. Aber eigentlich lautet die Frage, Johnny, wer sind sie?